Hey, und wie geht es euch, meine Performer? Hier ist wieder euer Outperformance mit einem neuen Fortnite-Video. Heute sehen wir uns ein UFO an und gucken mal, was mit den TVs, die gelabert wurden, los ist. Ja, das habe ich gerade wirklich gesagt. Gelabert. Vergesst nicht, das Video zu teilen und zu bewerten, wenn es euch gefallen hat. Über ein kostenloses Abo inklusive aktivierter Glocke würde ich mich natürlich auch freuen, aber jetzt erstmal ab ins Video. So, also gestern haben wir erfahren, dass heute etwas passieren wird. Manche haben gedacht, ein UFO kommt, manche ein Komet. Spoilerwarnung, nichts davon ist eingetroffen. Aber fast alle TVs haben jetzt so ein Lama auf dem Bildschirm und im Hintergrund verschiedene Farben, so wie die alten Kein-Signal-Bildschirme. Wenn man sich in der Nähe von einem dieser Fernseher befindet, hört man einen Sound. Klingen tut es wie ein normaler Notsignalsound, aber ein Teil von diesen Sounds, die die Fernseher abgeben, ist Morse-Code. Credit geht wieder an die Two Epic Buddies. Hört euch das mal an. Bedeutend tut es übersetzt, they don't want us to car... Auf Deutsch würde das übersetzt heißen, sie wollen nicht, dass wir K... Wobei es im Deutschen natürlich nicht am Ende K... bedeuten muss, da es ja eigentlich Englisch ist. Was wollen sie nicht? Dass wir töten, also they don't want us to kill? Oder dass wir es nicht wissen, also they don't want us to know? Man weiß es nicht. Vielleicht sagen sie uns, dass sie nicht tilted towers killen, also vernichten wollen. Eure Ideen dazu gerne in die Kommentare. Noch etwas zu den TVs selbst. Unten befinden sich 5 Kästchen, das erste schwarz, dann grau und dann wird es immer heller. Auf dem ersten Kästchen befindet sich ein Pfeil, der nach unten zeigt. Es sind 5 Kästchen, in 5 Tagen ist die Season vorbei und Season 4 beginnt. Na, versteht ihr, worauf ich hinaus will? Ich denke, dass der Komet oder UFO die Map in 5 Tagen, also zum Ende von Season 3, hitten wird. Wenn sich der Pfeil morgen bzw. wenn ihr das Video seht, heute weiter bewegt, dann ist diese Theorie schon fast bestätigt. Zumindest, dass nach diesen 5 Tagen irgendetwas passieren wird. So, und jetzt schauen wir uns noch ein, beziehungsweise wenn ich mich nicht irre, sogar 2 UFOs an. Eines davon befindet sich gleich neben den Kometen und das andere habe ich zufällig random auf dem Himmel gesehen. Diese UFOs sehen genauso aus wie das UFO, das wir auf dem Tilted House gesehen haben. Was es genau zu bedeuten hat, weiß man leider nicht. Was sagt ihr zu den Lama TVs, beziehungsweise zum Morse Code und zu den UFOs im Himmel? Kommentieren ist auf meinem Channel nicht verboten, also ab damit in die Kommentare. Guhuhut, und das war's mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann zeigt es doch mit einem saftigen Daumen nach oben. Und wenn ihr hier neu auf meinem Kanal seid und mich unterstützen wollt, würde ich mich über ein kostenloses Abo freuen. Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, wenn ihr immer wissen wollt, wann ein neues Video kommt. Teilt das Video mit euren Freunden, Nachbarn, Bekannten, Verwandten und natürlich mit eurem Haustier. Das war's von mir, danke fürs Zusehen und euren Support. Macht's gut und bis zum nächsten Mal, Leute. Ihr wisst, was jetzt kommt. Performance out.